Das dicke Schaf in der Mitte, das ist Molly. Und Molly muss jetzt gleich zum Friseur. Sie soll geschoren werden. Das übernimmt Natascha Lenkheit-Langen. Die Umweltpädagogin arbeitet an der Naturschutzstation Haus Wildenrath in Wegberg. Hier bringt sie Kindern und Erwachsenen die Natur näher. An diesem Tag dreht sich alles um die Schafe. Gemeinsam mit der Besuchergruppe versucht Natascha, die Tiere zu fangen. Aber das ist gar nicht so einfach. Weil sie beobachten einen ganz genau, wissen, was man tut. Und sie haben so eine Art siebten Sinn. Wenn man was im Schilde führt und man will die fangen, dann habe ich immer das Gefühl, ah, die wissen das. Die sind schon so auf Obachthaltung. Und so beginnt das Fangspielchen zwischen Mensch und Schaf. Versuchen das dann mehrmals, laufen die erstmal ein paar Mal über die Wiese, immer wieder. Selber hat man die Zunge schon unten hängen, ne? Aber irgendwann kapieren sie es dann und sind selbst auch leid, dann immer hin und her zu laufen. Und dann hat man sie irgendwann. So ist es dann auch. Molly hat keine Lust mehr auf die Rennerei. Sie ist übrigens das Leitschaf der Herde. Darum kommen die anderen Tiere automatisch hinter ihr her. Endlich sind alle Schafe eingefangen. Es sind weiße, hornlose Moorschnucken, so heißt die Rasse. Die gefällt aber nicht jedem. Besucher Herbert Hahnen findet sie nicht ganz so schön. Weil das für mich so einen kleinen Kopf hat, das ist, und dann dieser große Volumen des Körpers und der Kopf, der passt da eigentlich nicht bei. Ich gucke auch bei Tieren nach Schönheit. Ich bin ein Vogelzüchter. Und habe Tiere nach Schönheit gezogen. Gut, aber wir sind ja hier bei den Schafen. Und süß sind die in jedem Fall. Bevor es ans Scheren geht, zeigt Natascha ihrer Gruppe erst einmal ganz genau, wie so ein Schaf aussieht. Die haben halt hier auch einen After, genau unterm Schwanz. Genau wie die Weibchen auch. Aber hier sind dann die Hoden und da der Penis. Ja, und beim weiblichen Schaf sieht das dann so aus. Für Molly wird's jetzt ernst. Die Schermaschine wartet schon. Aber Molly will nicht so richtig. Tragen wollten wir es eigentlich nicht, ne? Nee. Komm, Molly. Auf die Kette. Hoppa. Ja, jetzt kommt sie doch. Dabei ist Molly noch gar nicht so alt. Erst 4 Jahre. Und bis zu 10 Jahre kann so ein Schaf alt werden. Aber das Leitschaf ist einfach müde von der Hitze. Darum ist es wichtig, dass ihr dickes Fell nun runterkommt. Einmal im Jahr werden die Tiere geschoren. Das heißt, Molly ist schon ein paar Mal geschoren worden und kennt diesen Friseurtermin. Aber gerne macht sie es trotzdem nicht. Natürlich ist es schon ein bisschen eine Stresssituation für sie, aber vielleicht für sie etwas weniger als für die anderen, weil sie ja doch recht zahm ist. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, es ist für sie bestimmt auch eine Erleichterung. Sobald sie merkt, dass die Wolle jetzt abkommt und ab ist, wird das schon besser, denke ich. Würde man die Schafe nicht regelmäßig scheren, dann könnten sich im Fell Fliegen einnisten. Und das wiederum kann zu Infektionen führen. 1,5 Kilogramm Wolle kommen jetzt runter. Und Molly ist tatsächlich relativ entspannt. Sie lässt es einfach über sich ergehen. Auch wenn es anders aussieht, Natascha schert Molly ganz vorsichtig. Denn gerade an empfindlichen Hautstellen muss man aufpassen. Besucher Herbert Hahnen verfolgt das Ganze mit gemischten Gefühlen. Man muss sich dran gewöhnen. Das sieht so im Moment vielleicht auch etwas grausam aus. Man sagt immer, wenn man sein 1000. Schaf geschoren hat, dann kann man das richtig. Und die werde ich wahrscheinlich in meinem Leben niemals scheren. Nach einer halben Stunde ist der ganze Spuk vorbei. Mollys dickes Fell ist ab. Sie ist entspannt, ich bin abgearbeitet. So ist es. Molly sieht jetzt etwas anders aus. Ziemlich nackt. Jetzt heißt es für sie, zurück zur Herde und hoffen, dass die anderen Schafe sie erkennen.
Denn oft ist es tatsächlich so, dass die Tiere verwirrt sind, wenn eins ihrer Artgenossen plötzlich so anders aussieht. Aber das ist meist nur in den ersten Minuten so. Danach ist alles wieder beim Alten.